dass sie nicht langweilig sind. Punkt. Das ist schlimm. Das hängt vielleicht auch mit der Nervosität der Hülberner Bevölkerung zusammen. Sie können keine Länge brauchen und ewig Wiederholung. Also man ist ja nicht dumm. Man kapiert es, wenn man es einmal gesagt hat. Aber da diese Schleifenpredigt, das ist also nichts. Ist vielleicht ein bisschen auch sehr persönlich, ich kann es auch nicht brauchen, aber das ist das eine. Und dann das andere, dass man Leute aus dem ganzen Land trifft. Das ist so schön, dass ich noch nachher das Kaffee trinke, so wie hier, wo man auch sprechen kann, auch erfährt viel vom Ergehen anderer Gemeinschaften und anderer Regionen. Wegen dem haben wir das so wichtig, dass sie heute auch was gesagt haben, was sie so für Aufgabe haben. Und da dürfen sie sicher sein, da denkt man auch an sie und ihre Aufgabe. Denn das ist so, deswegen bin ich so traurig, wenn die kleine Stunde eingeht. Es sind in den Dörfern immer die Gebetszellen, die weitergingen. Und man hat da auch immer die Anliegen der Gemeinde auch mitbedacht. Auch wenn jetzt so eine Stunde kommt, wo bloß nur 4 Leute sind, großartige Gebetsrunden. Weil sie sind ja vor Ort und sehen die Not. Und auch die Freuden in den Gemeinden. Und das ist was Erhebendes, ja.